versprochen, ich mache immer ein Special, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Und der Anlass diesmal ist der eventuelle Verlust meines Augenlichts. Es ist ein früher Dienstagmorgen im Dezember und ich habe beschlossen, mir selbst zum Geburtstag Eye Laser Surgery zu schenken, weil ich wirklich keine Brille mehr haben will. Ich wollte das schon immer machen und jetzt mache ich es endlich. Und habe ich den Termin gemacht und habe mich super gefreut bis gestern Nacht. Gestern habe ich dann extreme Panik bekommen und wollte es schon absagen. Unter anderem, weil der Termin nämlich schon einmal verschoben wurde, weil der Laser, und jetzt kommt's, irgendwie nicht funktionierte und deswegen brauchte man Techniker, um den erstmal zu reparieren. Klar, es gibt mir natürlich ein extrem gutes Gefühl. Warum auch nicht? Jetzt mache ich es aber trotzdem, weil ich auch schon die Anzahlung gemacht habe und die nicht zurückerstatten. Ich habe mich bequem angezogen. Sweatpants und alles. Nur falls ich irgendwie spontan ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, man weiß ja nicht. Rosenkranz von meiner Oma habe ich dabei. Den hat sie mir aus Oberndorf geschickt vor 2 Jahren. Und jetzt kommt er endlich zum Einsatz. Kann ja nicht schaden, ein bisschen Hilfe von oben. Ja, jetzt fahre ich also dahin und dann richtet man einen Laser auf meine Augen und schneidet meinen Augenball auf. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist eigentlich wirklich furchtbar. Mei, wenn es schön macht. So, wir sind also auf dem Weg in die Klinik und es regnet. Magst du mal deine Scheibenwischer anmachen? Ich dachte, es sah schöner aus. Also es regnet in L.A. und es regnet normalerweise extrem selten in L.A. Also es ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Und hier ist übrigens Natascha, die designierte Fahrerin. Und es regnet doch in L.A. Meistens Januar und Februar. Und zwar 2 Wochen am Stück. Also mach dich auch was gefasst. Wir sind halt echt 15 Minuten zu spät zu meiner eigenen OP. Aber nicht, weil ich zu langsam gefahren bin. 15 Minuten zu spät. Hello. All right. Good morning, Sarah. How are you doing? I'm nervous. Nervous? I'm not just nervous, I'm afraid. Oh, it's gonna go by so quickly. You're not gonna feel anything at all. And tomorrow morning, you're gonna be amazed at how well you recover and the fact that you can't see without those glasses tomorrow morning. So okay. Don't worry about it too much. I'm gonna go over the post-op instructions with you. I'm gonna just close that door real quickly. Okay. True. Okay. So I gave you a few minutes to kind of look over the post-op instructions, and for the most part, they are pretty straightforward. Hier, schöne Liste von ungefähr 400 Dingen, die dir passieren können während der OP. Und ich unterschreibe alle 400 und sage, ich habe kein Problem damit. Und kaufst eine Waschmaschine. Ja, jetzt eine Waschmaschine wäre auch nicht das Schlimmste, was passieren kann bei dem Ganzen. And take a seat okay. There. And the doctor will be right in to see you, okay? Okay, thank you. You're welcome. Das sind jetzt also meine letzten Minuten mit meinen normalen, alten, schlechten Augen. Oh, wow. Hello. Hello. Hi. Good to see you again. Have a seat. All right, what an exciting day. Yeah, I'm a little... Nervous? Yes. It's perfectly normal to be nervous. I know surgery done, but you gotta do great. Yeah. All right. Okay. The last day you'll be wearing your glasses. My glasses. Yeah, it's the last day wearing glasses. Wird nicht besser durchs Warten, huh? Nee, wird nicht besser durchs Warten und wird auch nicht besser durchs gemeinsame Besprechen all der schlimmen Dinge, die passieren können, die wir gerade im Office gehört haben. Aber. Lass uns mal deine Augen kurz anschauen. Aus der Nähe, so, ja. Jetzt ohne Brille. Aus der Nähe, jetzt sind sie noch da. Später sind sie das gleiche in Rot. Oh mein Gott. Oh, also das, die ganze Atmosphäre hier macht mich nervös. Das ist hier wie eine Klinik. Mein Gott, es ist eine Klinik. Und das taugt mir nicht. Das ist... Ich bin ja da zum Händchen halten. Ja, ich weiß schon. Aber ganz ehrlich, Natascha, du kannst mich auch nicht retten, wenn die mir mein Augenlicht nehmen. Ich kann dich nach Hause tragen. Ja, toll. Blind kannst du mich nach Hause tragen. Blind. Aber die Frau hat gesagt, dass die mir jetzt dann eine Tablette geben und dann geht es mir gleich besser und dann hätte ich nicht mehr so viel Angst. Dann erzählst du uns Witze. Nein, natürlich sicher keine Witze, aber wenigstens heule ich halt nicht, während man in mein Auge reinlasert. Oh.
Pepper, so I have your Valium here, and this will help you relax, okay? Okay, that's great. This is 5 milligrams. If you'd like, you can take another one. 5 milligrams, that sounds like a lot. Yeah, not, it'll give you enough, but some patients like to take up to 2. So let me know if you want another Maybe one. Maybe I start with half one. You want to start with the half? Sure. Because that sounds like... Sure, I'll give you this, and then... When I gave birth, they gave me 3 milligrams. Oh, really? Yes. Oh, wow. We're really giving milligrams away here. All right. Well, let me know how you feel after that, and we're going to start your drops next, okay? Mm-hmm. Na, schnallst du gleich weg? Ich weiß es nicht, aber die wollten mir 5 Milligramm Valium geben und ich habe ihr gerade gesagt, dass als ich Louis auf die Welt gebracht habe, dass ich 3 bekommen habe. Deswegen habe ich jetzt erstmal die halbe Tablette genommen. Das weißt du noch so genau, dass ja, es 3 waren. Ja, ich weiß nicht, dass es 3 waren. Okay, so we're going to do 2 sets of drops to start with. This is a numbing drop. It's going to sting just a little. It's an antibiotic. I'll let that sit in your eye for a little bit. It really makes your eyeballs numb. Yes, it does. Oh that's my why God. That's why the surgery is virtually painless, yeah. Das betäubt deine Augen, deine direkt. Du spürst nichts. Okay. Okay, good. So we're on to the antibiotic drop. Okay, go and tilt your head back just a little bit. Alrighty. And go ahead and close. Ich glaube, wir haben nicht getroffen. I think it went. Did it went in? Uh-huh. Yeah. Okay. Oh, I just don't feel it anymore. Uh-huh. You don't feel it. Awesome. Okay. Go ahead and blink. I feel nothing. That's good. Oh mein Gott, right. Zwick dich mal. We'll be back soon. I feel nothing. I feel like a, you know, the walking dead. That's how they must feel. Here's a Kleenex if you need it. You can do everything to me now, okay. Na, ist es schon numb? Ich fühle gar nichts. Pass auf, gib mir dein Hand. Möb, 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 möb. Ich fühle gar nichts, das ist Wahnsinn. Und die Valium kickt auch schon in. Nein, glaube ich nicht. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Oh my God. Hier sitze ich dann. Ja, hier sitzt du in der Viewing Area und hier lieg ich und man lasert mir die Eyeballs raus. Since I'm Ben. I'm Sarah, hi. Nice to meet you. No, just maybe, you know, the laser underwent maintenance. Yeah. Was there anything done with the laser since the maintenance, or am I the first person to have the eyeballs lasered since that? You're not the first one. We've done, yeah, and it was just a bed, it wasn't the laser. The laser was okay, fine. The laser, yeah. Oh, good, good, that's good news. Yeah. So it was actually the bed. It was stopped moving, so the engineers came and looked at it today. Huh. Or yesterday, and then we fixed it. Okay, so are we starting now? Are you ready? I can bring you in, yeah. Okay. Whenever you're ready. Yeah, I'm ready. Okay. Yes. Oh God. Oh God. Oh God. Well, she's doing how's she doing? She's doing beautifully. The first eye went perfectly. She looked very comfortable. She did really well. But she feels that she can use the second Valium. Hey, Stevie Wonder. Come here, ich muss was erzählen. Come here. Okay, so mitten in der Operation habe ich gesagt, wir müssen anhalten und ich brauche die zweite Hälfte von der Valium, weil ich es einfach nicht aushalten kann. Und jetzt pass auf, in dem Moment, wo die in dein Auge reinlasern, ich möchte jetzt nichts sagen, aber hat angefangen nach verbrannter Pizza zu stinken. Das ist auch nichts, was du willst. Aus deinem Auge kommt der Geruch von verbrannter Pizza. Aber der Arzt meinte die ganze Zeit, you're doing great, it's going great, it's going great. Ich habe keine Ahnung, if it was going great, weil ich sehe halt immer noch so ganz verschwommen, als hätte ich Salbe in meinem Auge. Gott sei Dank hat mir jemand dieses Pferd gegeben. Das ist keine Salbe, das ist Käse auf der Pizza. Der ist jetzt geschmolzen. Oh mein Gott, Natascha. Echt jetzt mal. Excuse me, I just had eye laser surgery because I'm a very fancy person.
Okay. And I love you, you very much for coming with me. You're very welcome. In case of fire, use stairway. Ihr könnt den Stairway jetzt gerade gar nicht finden, weil das alles noch so verschwommen ist. Gut, dass es einen Fahrstuhl gibt. Ha. Ich fühle mich müde, irgendwie. Aber fröhlich und müde. Kannst du jetzt im Kindersitz schlafen? Also, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich fühle mich gut. Aber ich fühle mich sehr müde. Und außerdem sehe ich die Hälfte überhaupt nicht. Ich sehe, wie als hätte man mir Creme ins Auge geschmiert und die haben gesagt, das bleibt jetzt auch ein paar Stunden so. Und morgen früh soll ich angeblich aufwachen und alles ist just perfect. Bis dahin habe ich hier mein Eye Laser Surgery Survival Kit mit 50.000 verschiedene Tropfen und einer extrem schönen Maske, die man aufsetzen muss fürs Schlafen, damit man sich nicht aus Versehen die Augen reibt. So, es ist also der Abend von Tag 9 nach meiner schwerwiegenden OP und pünktlich zu meinem Geburtstag sehe ich alles. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Also man wacht nicht einfach auf und dann ist hahaha, alles super. Ich habe 3 Tage lang nichts auf meinem Handy gesehen und nichts auf dem Computer. Und bis ich Auto fahren konnte, braucht es so 5 Tage. Aber das war es mir wert. Ich finde das super. Außerdem hatte ich beim Ansehen dieses wirklich interessanten Videomaterials eine tolle Idee. Ich glaube, ich mache da einfach eine ganze Serie draus. Die nenne ich dann Sarah erkundet die Welt auf Valium und Rotwein. Und dann mache ich dann 10 Episoden und dann mache ich nochmal 10 Episoden über meinen anschließenden Entzug. 2015 wird ein gutes Jahr.